Hallo zusammen, mein Name ist Mats Federberg und ich habe dieses Buch geschrieben, Chef, ich bin dein Mal Windeln wechseln. Es geht um einen Vater einer zweijährigen Tochter, der seine Frau beneidet. Sie ist in Elternzeit, kann sich mit Freundinnen treffen und Mutter-Kind-Deckenpartys in Parks veranstalten. Ja, sowas will er natürlich auch, will weg von seinem nervigen Chef, will einfach mehr Zeit mit seinem Kind verbringen. Dann ist seine Frau das zweite Mal schwanger, doch es gibt Probleme, es gibt Komplikationen und sie muss wahrscheinlich die ganze Schwangerschaft liegen. Ja, nun hat er seine Zeit mit dem Kind, doch es kommt natürlich völlig anders, als er sich das erträumt hat. Job, Haushalt, Kind und dann ist noch dieses vierte Problem, er ist nur ein Mann. Nun, und das Töchterchen möchte alles, nur nicht auf Decken in Parks liegen. Zunächst einmal muss er eine gemeinsame Sprache finden mit dem Kind. Und so heißt ein Kapitel Kryptologie für Väter. Es regnet. Habe sowieso wieder keine Lust, schon wieder auf den Spielplatz zu gehen. Was wollen wir spielen? Frage ich das Koboldchen zu Hause. Was kneten? Okay, was kneten? Gut. Soll ich dir wieder eine Schnecke kneten? Mit Blau? Frage ich. Keine Schnecke. Okay, keine Schnecke, gut. Was denn dann? Keine Schnecke. Ja, keine Schnecke, ich denke, das habe ich jetzt, aber was denn stattdessen? Keine Schnecke, keine Schnecke. Ja, aber keine Schnecke ist doch nichts, eine Schnecke ist doch nichts Konkretes. Was soll ich dir denn stattdessen kneten? Nicht große Schnecke, keine Schnecke. Ach, du meinst keine große Schnecke, sondern eine kleine Schnecke. Ja, keine Schnecke. Ach, jetzt haben wir es also, gut. Paul, schreit sie plötzlich. Ach, für deinen Freund Paul soll sie sein. Nein, nicht schwarz, sondern Paul. Ach, du meinst nicht schwarz, sondern blau? Ja, Paul. Du willst also wie immer deine kleine Schnecke in blau? Ja, keine Schnecke, Paul. Meine Rede. Der Vater merkt im Verlauf des Buches sehr schnell, dass es allein nicht geht. Er braucht dringend Unterstützung und setzt eine Annonce auf. Setze Annonce für Haushaltshilfe ins Internet, sollte einladend klingen. Alleinstehender junger Mann mit nettem Kleinkind sucht Hilfe für leichte Tätigkeiten im Haushalt sowie Kinderbetreuung in Teilzeit, gute Bezahlung. Naja, letzteres ist nur ein Joke, aber lass es stehen. Ja, und das mit Alleinstehen stimmt ja auch nicht wirklich, aber ich lasse es. Gut, jung bin ich auch nicht wirklich, erst recht nicht im Moment, aber sonst kann ich die Anzeige so lassen. Wobei, leichte Tätigkeiten hier meiner Arbeit alles andere als gerecht werden. Ich ändere die Anzeige zu, verheirateter Mann im fortgeschrittenen Alter sucht kräftige Hilfe mit stabiler Psyche für schwere Arbeit am Kind. Ja. So müsste es passen. Und es bewerben sich dann sogar einige wenige. Aber entweder verkrault er sie mit seiner Art oder aufgrund von Missverständnissen. Ein Kindermädchen ist zum Beispiel ein Mann, damit kann er nichts anfangen. Das andere ist eine Halb-Brasilianerin, von der er wissen möchte, ob die obere oder die untere Hälfte. Naja, die einzige Unterstützung, die ihm bleibt, ist Hausmeister Ullmann. Und er hilft ihm immer, die gröbsten Schäden zu beseitigen. Das Schlimmste ist, und das geht leider ja vielen Eltern so, dass er nachts einfach immer weniger Ruhe findet, da die Kleine nur im elterlichen Bett schlafen möchte. So heißt ein Kapitel Betthupferl. Wache nachts durch irgendetwas auf und kann nicht mehr einschlafen. Ach, na jetzt weiß ich, was es ist. Die Kleine schreit einen Halbton höher als sonst. Auch mein Hungergefühl will nach dem Rechten sehen und leistet mir Gesellschaft. Mein kleines, inzwischen endlich wieder schnarchendes Sperrgütchen liegt quer über mir. Ich kann nicht riskieren, aufzustehen, um etwas zu essen zu holen. Lieber verhungere ich, als schon wieder dieses Geschrei zu hören danach. Irgendetwas muss ich doch noch vielleicht auf dem Nachttisch finden lassen. Ha! Er tastet zwei Gummibärchen von der Kleinen. Naja, sie schmecken nicht mehr besonders frisch, aber egal. Komisch. Sie schmecken auch irgendwie salzig. Und zäh, pah, spucke sie aus. Aha, wusste ich's doch, es sind meine Ohrstöpsel. Naja, ich habe also vergessen, sie gestern Abend reinzumachen. Kein Wunder, dass ich nicht schlafen kann. Mein Magenknochen stimmt mit dem Schnarchen meines kleinen Sperrkütchens ein Duett ein. Aber
Ich kann ja wenigstens die Ohrenstöpsel jetzt reinmachen. Mein Magen allerdings knurrt weiter. Denke kurz darüber nach, ob ich nicht wenigstens eines der Ohrenstöpsel essen sollte. Dann schläft er irgendwann ein und träumt. Habe geträumt, der Sensenmann stünde vor der Tür. Ach, habe mich lange nicht mehr so befreit gefühlt. Frage ihn, ob er kommt, um mich mitzunehmen. Nicht ganz, war seine Antwort. Nur Teile von dir. Deine Freiheit und deine Würde reichen fürs Erste. Und dann lachte er das Lachen unseres bärtigen Nachbarn. Das klingt wie eine Kreuzung aus einem wiehernden Pferd und einem Wikinger, der gerade überraschend Beute gemacht hat. Schließlich ging der Tod wieder. Alleine! Scheiße! Ja, aufgrund der Mehrfachbelastung, Job, Haushalt, Kind. Ja, wird es irgendwann so stressig für ihn, da er kaum Schlaf findet, dass er psychosomatische Störungen bekommt und schließlich im Krankenhaus landet. Ja, und was ihm da widerfährt und wie er aus dieser geistigen Schussfahrt wieder rauskommt, das erfahrt ihr im Buch. Und ganz zum Schluss, nach dem Roman, folgt noch eine kleine Väterkunde. Und einen Teil daraus lese ich jetzt noch vor, nämlich, warum es trotz diesen ganzen Stresses doch ein Riesenvorteil ist, Vater zu sein. Meine 6 Gründe dafür. Erstens. Die Begleitung von kleinen Kindern wirkt beim Mann wie eine Schönheitsoperation in Kombination mit einer Salbung aus Aphrodisiaka. Alle Frauen lächeln einen plötzlich an. Das stimmt, das müsst ihr mal probieren. Ja, gut, meistens eher die Omas und meistens lächeln sie auch eher dem Kind zu, aber immerhin. Zweitens. Bei geräusch- und geruchsintensiven Abgängen von Körperwinden kann der Mann schnell auf das Kind verweisen. Das klappt aus eigener Erfahrung in 99% der Fälle. Nur zu oft sollte man das nicht ausnutzen, das könnte Verdacht auslösen. Auch diese Erfahrung habe ich gemacht. Drittens. Väter können ohne Scham stundenlang auf dem Fußweg sitzen und mit Funkfang gesteuerten Autos Insekten jagen. Geil! Entschuldigung. Viertens. Kinder verdienen einmal unsere Rente. Gut, sie kosten im Laufe des Lebens etwas so viel wie ein Einfamilienhaus, einschließlich Wellness-Lounge, Golfplatz und Landeplatz für Kleinflugzeuge. Aber wenn Väter sehr, sehr alt werden, machen sie irgendwann Gewinn. Im Zweifel sollte sich der potenzielle Vater über das dafür notwendige Alter bei einer Bank beraten lassen und dies mit dem Urologen abstimmen. Fünftens, Väter leben gesünder. Na, das macht Hoffnung für Punkt 4. Sie hören spätestens bei der Geburt mit Rauchen auf, zumindest eine Weile. Sie trinken weniger Alkohol, da sie ja überhaupt keine Zeit haben, in Kneipen abzuhängen und dort auch überhaupt keine Kraft mehr hätten, den hängenden Kopf für einen kurzen in den Nacken zu werfen. Väter sparen sich das Fitnessstudio und die Anabolika. Statt Hanteln stemmen sie Kinder und Windeleimer. Statt Laufband rennen sie unentwegt den Kindern hinterher. Ja, sie brauchen sich nicht zu dopen. Adrenalin gibt's körpereigen als Flatrate. Und das Beste, man kommt als Vater nicht mehr später, irgendwann im Job oder so, in den Burnout. Ja, wie auch, man ist ja schon komplett ausgebrannt. Es ist einfach nichts Brennbares mehr da. Na, das ist die erbauliche Nachricht dabei. Ja klar, es ist natürlich Stress als Jungvater, aber wo kein Druck ist, nicht wahr? Da entsteht auch kein Diamant. Und sechstens und letztens, Papas sind im Alter nie allein. Selbst wenn die Frau durchgebrannt sein sollte. Gut, man ist auch vorher eigentlich nie wirklich allein. Selbst wenn man wollte, nicht mal auf dem Klo. Und ganz zum Schluss folgen noch ein paar persönliche Erfahrungen mit dem Meer an Ratgebern, die es ja über Erziehung gibt. Und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim Lesen.